So, liebe Leute, natürlich möchte ich auch an dieser Stelle bei Buschi TV, da komme ich ja gar nicht dran vorbei, ein bisschen was zu Uli Hoeneß sagen. Das ist ein Paukenschlag, das was in der Verhandlung rausgekommen ist. Generell vorher schon die Tatsache, dass er massiv Steuern hinterzogen hat, dann in welcher Höhe sich das wirklich abgespielt hat. Und dann wurde natürlich über das Urteil diskutiert und nochmal obendrauf, es ist wirklich von Tag zu Tag wird es heftiger, dann eben jetzt sein Verzicht auf alle Ämter beim FC Bayern München, für mich tatsächlich eine Selbstverständlichkeit. Dann aber auch der Verzicht auf die Revision, die zunächst die Verteidigung noch angekündigt hatte. Und er wird ins Gefängnis gehen. Wie lange er dann wirklich absitzen muss von diesen 3,5 Jahren, so war ja das Urteil, wird man sehen. Natürlich ist das ein ungemein emotionales Thema. Das sieht man, wenn man was auf Facebook postet, wenn man was twittert, wenn man so in der Kneipe irgendwo sonst mit Leuten spricht. Das ist klar, es geht um Fußball, eh emotional. Es geht um eine Straftat, Steuern hinterziehen, ist auch eine ganz besondere Geschichte. Und dass da die Wellen hochschlagen, ist klar. Wo ich immer nur drum bitte, und da hat es ja viele Diskussionen drum gegeben, auch über meine Facebook-Beiträge. Ein bisschen differenziert sollte man das Ganze betrachten. Also natürlich kann man Uli Hoeneß jetzt nicht mehr als moralische Instanz betrachten, als die er sich sicherlich selbst auch immer gesehen hat. Das funktioniert nicht mehr. Das ist übrigens auch die einzige Geschichte, von der ich total platt bin oder der gegenüber ich total platt bin, die mich umhaut. Und das würde ich ihn persönlich gerne mal fragen, warum er bis vor einem halben Jahr, bis vor einem Jahr immer als moralische Instanz aufgetreten ist, auch gerade wenn es um Steuersünden ging. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht, wenn man ja wissen muss, dass man auf der anderen Seite etwas tut, was unrechtens ist. Das verstehe ich nicht. Das ist die Geschichte, wo es für mich tatsächlich zwei Persönlichkeiten sind. Trotzdem kann ich mich auch nicht frei davon machen, dass ich ihn für das, was er mit dem FC Bayern München als Spieler, Manager, Präsident geschafft und geschaffen hat, bewundere. Ich habe auch immer, ich will nicht von Ehrfurcht sprechen, aber sehr, sehr großen Respekt gehabt, wenn es hieß, du hast heute Uli Hoeneß im Interview. Also er war jemand, zu dem man aufgeschaut hat. Das hat sich natürlich erledigt. Für die Person, Persönlichkeit Uli Hoeneß, das muss ich einfach leider so deutlich sagen, für sein Schaffen und Tun beim FC Bayern, das kann man natürlich jetzt nicht völlig abschneiden. Immer wieder gibt es auch Diskussionen, ja, aber ihr müsst doch berücksichtigen, der Mann hat so viel soziales Engagement gezeigt. Auch das habe ich immer bewundert. Es bleibt ein fader Beigeschmack, denn natürlich kann ich leichter 5, 6, 7, 8 Millionen spenden und damit Bedürftigen etwas Gutes tun, wenn ich 30 Millionen Steuern hinterziehe. Also das ist für mich dann einfach was anderes. Sorry, aber aus der Haut kann ich nicht raus. Trotzdem möchte ich eigentlich mit diesem Video auch appellieren an alle, die jetzt immer noch mit der großen Häme kommen, die immer noch draufhauen auf Uli Hoeneß. Er ist immer noch auch ein Mensch. Ja, ich weiß, er hat es auch anderen nicht immer leicht gemacht. Ja, kenne ich alles. Aber so komisch das jetzt klingt, nachdem ich auch einiges hier erwähnt habe, was mir nicht so gut gefällt. Was gibt denn da? Das ist die Warnanlage. Nein, ich halte ihn nicht für einen schlechten Menschen, tatsächlich nicht. Ich halte ihn für einen Straftäter, dafür ist er verurteilt worden. Das musste er akzeptieren, war sicherlich für ihn in seiner Welt nicht einfach. Das tut er jetzt und trägt auch jetzt im Endeffekt, natürlich hat das eine Weile gedauert, knallhart die Konsequenzen. Und das schätze ich, das ist dann im Endeffekt nach einigem Hin und Her ein Abgang mit Stil. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Damit sollte man das Thema an dieser Stelle auch beenden und muss nicht immer weiter draufhauen. Wie es für den FC Bayern München weitergeht, der Verein wird seine Fußballspiele in großer Regelmäßigkeit auch weiterhin gewinnen. Der Club ist auch dank Uli Hoeneß so aufgestellt, dass da jetzt nicht alles kollabieren wird. Also da sehe ich eigentlich nicht schwarz. Vielleicht eins noch, was mich ein bisschen irritiert hat, wie lange es gedauert hat, bis im Aufsichtsrat, bis bei den Sponsoren wirklich mal eine Aussage gekommen ist zu dieser ganzen Geschichte. Das muss ich sagen, hat mir ein bisschen zu lange gedauert, dass die Fans des FC Bayern, dass die Vereinsmitglieder sehr extrem hinter Uli Hoeneß stehen. Das liegt in der Natur der Sache, würde ich sagen. Auch da gibt es ja mittlerweile viele Leute, die differenzieren, aber irgendwo ist das wie eine große Familie und da lässt man einen nicht so leicht fallen. Und es klingt jetzt vielleicht eigenartig, das ist sicherlich auch ganz gut so. Ich wünsche Uli Hoeneß und seiner Familie auf jeden Fall viel Kraft für die nächsten Monate. Das wird ganz bestimmt nicht einfach werden und hoffe, dass wir das Thema an dieser Stelle dann jetzt auch wirklich beenden können. Ihr könnt gerne noch eure Meinung schreiben hier. Unter dem Video besteht ja die Möglichkeit, was loszuwerden. Worum ich bitten möchte, das gelingt
im Netz, im Social-Media-Bereich wahrlich nicht immer, aber eigentlich haben wir das ja ganz gut im Griff. Ich möchte euch schlicht und ergreifend darum bitten, das Ganze im Rahmen zu halten. Ihr dürft gerne sagen, was ihr davon haltet, was Uli Hoeneß gemacht hat, wie er jetzt mit dem Urteil umgeht, was ihr von dem Urteil haltet. Überhaupt kein Problem, ich werde da auch nächste Woche drauf eingehen. Aber bitte, bitte haltet es im Rahmen. Ja, ganz ehrlich, das wäre schön. Das war es zu diesem Thema. Kein einfaches übrigens, auch für Journalisten. Ich habe lange, lange gewartet, bis ich meine Kolumne bei ntv.de geschrieben habe, bis ich mich auf Facebook geäußert habe, weil ich erstmal ein bisschen einschätzen können wollte, was wirklich die Sachlage ist und was wirklich passiert. Das wissen wir im Grunde erst seit dem Urteil und jetzt mit der Konsequenz von Uli Hoeneß, vor der ich wirklich den Hut ziehe. Ein Denkmal sollte man ihm allerdings, da muss er auch mit umgehen können, nicht mehr bauen. Kommentare hier drunter.